Ich denke, jeder von euch weiß, dass es drei verschiedene Hauptversionen von Minecraft gibt. Die Bedrock, die Java und die gute alte Konsolenversion. Doch eine komplett separate Version, die es absolut in sich hat, ist die China Edition. Diese streng überwachte und teilweise auch zensierte Version wurde speziell für die Spieler lebend in China entwickelt. Diese Version wird allerdings nicht von Mojang selber, sondern von NetEase Games geleitet. Um sie spielen zu können, musst du dich bei der Anmeldung mit einem chinesischen Ausweis registrieren. Danach kannst du dann kostenlos Minecraft spielen. Richtig unfair, ey. Spätestens beim Launcher fällt einem dann auf, dass ihr wirklich alles anders ist. Holy shit, was ist das hier? Nicht nur, dass es für PC und Handy einen Launcher gibt, auch dass es hier eine Diamantwährung zum Kaufen von Content gegen Echtgeld gibt und dazu dann noch eine Smaragdwährung, die du dann mit täglichen Aufgaben und Belohnungen erhalten und gegen Content eintauschen kannst. Echt coole Idee. Im Launcher ist auch eine Videoplattform eingebaut, wo du jederzeit streamen kannst. Zuschauer können dir dann sogar Geschenke in Form von Minecraft-Items senden, die dann ähnlich wie auf TikTok funktionieren. Um aber wirklich alles zu dieser spannenden Version zu erfahren, kannst du dir gerne mein langes Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen.